Guck mal, man kann sogar noch einen Tisch geben. Chris, Okay. Chris, Chris, ess mal hier die Chips. oh. Oh, jetzt Oh, ist er Chris ist durchgebacken. tot. Guck mal, Chris ist tot. Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Gameplay. Wir haben uns Project Terminus angeschaut und mit wir ist gemeint der Chris Reality und der DeLorean 787 und meine Wenigkeit. Und wir haben uns die Steam VR-Version vorgenommen. Es gibt das Ganze auch auf der Quest und ich habe auch die Quest-Version erhalten, habe beide Versionen auch getestet. Und ich muss sagen, ich kann jetzt nicht wirklich einen Unterschied zwischen beiden Versionen feststellen. Die Steam VR-Version hat jetzt keine großartigen Vorteile gegenüber der Quest-Version. Für mich sieht es so aus, dass die Quest-Version direkt portiert wurde in Steam VR und ja, dass man da, ja, dass Steam VR-Nutzer da noch mitkommen und auch zocken können. Also ich habe auch mal ja, auf dem PC angemacht und mit der Quest und habe dann immer mal wieder so ein bisschen verglichen. Ich habe jetzt nichts festgestellt, dass die Quest-Version jetzt schlechter aussieht, irgendwie andere Texturen hätte oder sonst was. Ich habe natürlich mal 5 bis 10 Minuten reingeschaut und nicht jetzt eine Stunde mitgespielt. Ich habe auch keine Aufnahmen gemacht und die nebeneinander gelegt. Also ich habe jetzt wirklich nur vom reinen optischen Gefühl her, sage ich, dass die Quest-Version da nicht wirklich schlechter ist als die Steam-VR-Version. Ja, lassen wir uns mal kurz die Steam-VR-Seite anschauen. Und auch die Quest-Version natürlich. Ich möchte ja euch beide Versionen vorstellen. Und ja, hier ist die Steam-VR-Seite. Und es ist ein Early-Access-Titel. Ja, Entwickler ist CVR. Ist ein Early Access Titel, der immer noch upgedatet wird und Updates erhält. Hier ist der letzte, ist am 7. September 2022 gekommen, also auch nicht so lange her. Also es wird da immer noch gut dran gearbeitet. Und wir können es alleine spielen. Also wer Bock auf Solo-Horror hat, kann es natürlich alleine spielen. Da ist die, ja, die Angst natürlich noch ein bisschen immenser, als wenn man jetzt im Koop spielt. Das nimmt natürlich sehr viel Angst weg. Ich habe es auch mal alleine gespielt und alleine von dem Geräuschpegel her und ja, die Umgebung, das ist wirklich schon cool gemacht und man kann schon tief abtauchen, auch wenn die Grafik jetzt nicht so der Oberburner ist, sage ich einfach mal. Aber es stimmt einfach, vom Setting her stimmt's und ja, man will auch einfach wissen, was los ist, was passiert ist. Und ja, in unserem Gameplay, wir haben jetzt, glaube ich, so 40 Minuten gespielt. Ich muss mal schauen, ob ich das kürze oder so lasse. Kommen wir gerade erst so in die Richtung, wo die Story so richtig losgeht. Es gibt natürlich einen Prolog und dann ist kombiniert mit einem Tutorial, das ist ganz gut gemacht, meiner Meinung nach. Und ja, erwartet kein AAA-Titel, es ist wirklich ein ja, nettes Horror-Game, was auch Koop bietet. Und für mich ist das in VR ganz wichtig, dass die Spiele auch Koop anbieten. Natürlich gibt es Spiele, die im Koop keinen Sinn machen, aber ich finde, sowas hier macht natürlich auch im Koop Spaß. Und wer jetzt wirklich keine Horrorspiele alleine spielen kann, der ist da super aufgehoben, denn es nimmt halt Angst weg. Da kann man sagen, was man will, wenn man im Koop spielt, ist da halt sehr viel Angst weg. Das kostet im Steam VR Shop 19,99 und auf der Quest kostet es 24,99, also 25 Euro. Und ja, wie man hier auch sieht, wird genauso abgedatet wie wie auf der Steam VR-Version. Und ja, ich muss sagen, mir hat es jetzt erstmal gefallen. Also war ein guter Ersteindruck. Die Grafik blende ich jetzt aus, weil es für mich einfach jetzt ein Quest-Titel ist. Es ist kein PC-VR-Titel, sondern es ist ein Quest-Titel. Und so bewerte ich den auch. Von daher ging es vollkommen in Ordnung. Und wie gesagt, für mich, als ich alleine drin war, habe ich trotzdem mein Angstlevel so ein bisschen hochgehalten. Man läuft da durch die dunklen Flure nur mit einer Taschenlampe und hört die ganze Zeit irgendwelche Geräusche. Also das lässt einen schon richtig tief da eintauchen. Und ja, schaut aber jetzt selber mal rein. Wir hatten auch unseren Spaß zu dritt, auch wenn es dann nicht so gruselig ist wie normal. Aber es sind trotzdem ein paar Schockszenen dabei natürlich, auch auch zu dritt kann man sich schon mal erschrecken, wenn so ein Jumpscare kommt. Und ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Gameplay und schreibt auch nachher einfach mal am Ende unter die Kommentare, wie euch das Game gefällt. Habt ihr es schon gezockt? Würde ich gerne eure Meinung wissen. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Nee, du drückst auf den Menü-Button und dann, wo ist denn das Menü? Und dann auf Player-Status. Kann ich mit seiner Karte jetzt hier rein? Wir versuchen es. Ach, Player-Status, hier.
Herrscht. Genau. Status, ja. Ganz Markus. Nein, jetzt ist meine Karte weg. Ja. Meine Eintritts... Achso. Der schied mich hier an. Ha, da steht sogar mein Name drauf. Ich habe deine Karte benutzt, also wir haben jetzt gerade gecheatet hier. Auf das lilane, linane. Andere Seite. Auf der linken, andere auf der Seite. Ja. Lass mich durch. Ach, diese Amateure. Ja, aber echt, ey. Wo fahren wir überhaupt hin, Leute? Ja, wir zeigen es dir. Ja, zum Sidequest Hauptcenter geht's. Guck mal hier. Genau, richtig. Ihr wollt mich doch bloß rumkriegen, weil ich der einzige Frau wieder hier. Ja, wir müssen aber noch Alkohol holen für dich. Wir gehen jetzt in den Keller mit dir. Du Kleiner, du. Kann ich auch noch. Lauf hin. Das ist auch ganz schöne Schleichwerbung in dem Game, ne? Ich hab auch Hunger. Lass uns hier mal noch ein paar Croissants holen. Guten Tag. Ein Kaffee, bitte. Genau, ein Kaffee, Cappuccino oder einfach schwarzer Kaffee für dich? Nee, Cappuccino. Cappuccino für den Markus hier und ja. Ich bekomme ein Marzipan-Croissant. Chris, du auch noch was? ich wollte ein Wasser nehmen. Ja, ein Wasser für den für die Dame hier. Aber tun Sie noch was rein, dass die schläft, okay? Okay, komm, weiter geht's. Genug mit Quatsch. Was gibt's hier? Aber auch ganz cool gemacht. Auch wenn es jetzt hier nur so Blöcke sind. Nee, guck mal, das sind richtige Zeitschriften. Das wäre schon cool gemacht. Kannst aber nicht nehmen. Nee, leider nicht. Und alles doppelt und dreifach vorhanden. Man muss dazu sagen, ist natürlich auch ein Quest-Game, ne? Was jetzt auch... Oh. Hier stimmt was nicht. Wow! Ich bin gerade ein Chris gewesen. Was ist das jetzt wieder? Ich habe mich schon erschrocken. Meine Fresse. Oi. Quiz. Hallo. Ist er dein Bruder oder was? Guck mal, der legt sich da direkt hin. Hier sind 2 Euro. Guck mal, hier sind 2 Euro. Also, mit Jungs, dem, mit Jungs, lass. Bild, aber mit uns nicht, oder was? Jungs, ihr habt 2 Euro, lass Party machen. Okay, weiter geht's. Okay, die Bahn ist. Komm, Leute, die Bahn ist da. Schnell, rein. Bevor die weg ist. Chris, komm. Mann, Chris, ja, du musst deine Arme schwingen. Ach so, sag doch ja. Okay. So, was machen wir überhaupt in dem Game jetzt hier? Also, ja, U-Bahn fahren. Ja. Das ist ein U-Bahn-Simulator. Ich halte mich erstmal hier an der Stange fest, weil ich krieg gerade so ein leichtes. Ja, ich wusste, ihr wollt es doch sehen hier. Genau, tanz für uns. Jetzt hat los, Chris. Mach uns den Pool-Dance. Chris. Hier. Schaut nicht sexy aus. Das sieht ja, ey, nicht sexy aus. Ich habe noch nie was Schlimmeres gesehen. Ich steche mir gleich die Augen aus. Ich glaube, das Ganze spielt in Frankreich, ne? Genau. Ich hätte gesagt, Berlin. Gerhard Usterlitz. Guck mal, die Durchsage redet Berlinerisch. So. Oh, da brennt was. Gerhard Usterlitz. Oh. Okay. Steig mal aus, Chris. Okay, kommen wir hier irgendwo raus? Nein. Hinten rechts? Drüben. Auch nicht. Hier? Nee, das ist nicht. Okay. Oh, es geht weiter. Okay, geht weiter. Not. Können wir die Notbremse ziehen hier? Nee. Okay. Man kann sich nur festhalten, wenn man nicht umkippt. Genau. Hätte euch mal nicht nochmal runter. Der Chris, der hat wohl so ein Oberteil wie Lara Croft früher, so dreiecksmäßig. Ja, oh, ja. Da. Okay. Oh, das sah aber nicht so gut aus da. Also grafisch muss man hier natürlich Abstriche machen, aber die Sounds sind schon echt cool. Ja. Und wir sind jetzt immer noch in einer Art, ja, Prolog, Intro, ne? Es geht wieder runter. Steht auf Deutsch. Oh, hab ich mich erschrocken. Ein Problem ist survenu. Pas d'arrêt à la station Quai de la Rapée. Merci de votre compréhension. Was hat er jetzt gesagt, Chris? A problem occurred. No stop at Quai de la Rapée. Sorry for the inconvenience. Sorry. Oh. Oh! Ja, ich hab das zu laut, das sieht nicht gut aus. Nein. Find a way outside. Oh, hier ist ein Zeichen, komm. Ja, mach auf. Spring raus. Boah, ist das dunkel. Your phone can make some light. Hold it in your hand to see a bit clearer.
Okay, wir haben hier an unserem Rucksack ein Handy. Und dann wird es ein Tick heller. Tatsächlich ein Tick heller. Ich mach nochmal für die Zuschauer, wenn man jetzt, wenn ich weg tue, zack. Aber ist nicht viel, ne? Es ist ein Müh. Was kann ich hier gucken? Kamera? Ey, ich kann ein Bild von euch machen. Echt? Mach mal ein Foto von uns. Ja, komm, ich... Warte mal, geht das andersrum? Ja, doch so. Warte. Komm. Jetzt hat's hier... Yeah. Sind zwar mit der Bahn jetzt hier irgendwo und nirgendwo, aber erstmal ein Bild machen, ne? Ist egal, komm. Gleich bei TikTok hochladen. Noch lachen wir. Ja, ja, richtig. Oh, ist das dunkel. Run, this tunnel may collapse. Okay, swing your arms. Lauft! Schwing. Flieht, ihr Narren! Schneller. Crouch. Oh, okay, wow. Ich geh runter. Lass mich durch. Boah. Aber wir können auch klettern. Also ich speichere hier mal. Speicher du, ich heb schon mal die Lampe auf. Wieder, mein Handy brauche ich dafür. Hier haben wir eine Batterie. Saving in progress, okay. Oh. Wo ist jetzt die Lampe? Die Lampe? Der Chris hat die Lampe. Ich hab die Lampe nicht. Komm. Hier ist die Batterie. Und benutzt die nicht für irgendwas anderes. Hier, genau. Guck mal, ich kann das sogar selber einsetzen, obwohl er die hat, in der Hand hat. Okay. Nee. Ach doch. Ah. Cool. Aber die gehen leer. Die müssen wir immer. Ich habe jetzt noch eine Ersatzbatterie mit. Ja. Okay. Lass. Also komm, gehen wir hier lang oder da? Links oder rechts? Komm. Chris entscheidet. Wir gehen nach Sorti. Das ist natürlich echt scheiße. Wir gehen nach Sorti. Nach Sorti. Na komm, Chris. Ja, am Ende kommt Chris jetzt auch eine Scheiße. Vor. Chris geht vor. Ja, einer muss vorgehen, einer muss sterben. Okay. Lass uns lieber rechts gehen. Das ist doch der gleiche. Da geht's überall nach Sorti. Ich muss auf die Lampe warten. Da ist mir ein bisschen zu dunkel. A little bit. Ja, ja, geh ruhig weiter, Chris. Red dich nicht um, wir sind hinter dir. Hinter dir, ein dreiköpfiger Affe. Wir passen auf dich auf. Echt? Kannst uns vertrauen. Dir kann nichts passieren. Ja. Also, dass er mir auf Mars guckt. Ach, hier, Chicksaw, kenn ich auch. Hier in der einzigste Werbespiel, oder? Aber echt, hä? Aber ist schon eine coole Atmo, oder? Schokolade. Oh, guck mal hier rechts. Oh, was geht denn mit ihm? Oh, jetzt hast du ihn verscheucht. Oh, der hat Angst vor mir, ich bin so hässlich. Ja. Okay, komm, hier haben wir. Ein bisschen Schokolade. Hier haben wir Getränke auch. Machen wir uns mal hier die Energie auf 100%, oder? Genau. Du hast 90 gerade, 95. 100. So, hier müssen wir. Chris? Müsste zu dir ziehen und loslassen. Zu deinem Körper und loslassen einfach. Was, die Dose? Ja, einfach an deinen Mund ziehen und loslassen oder irgendwo hin. Hals und loslassen. Die Grifftaste. Was? Die Dose einfach zu deinem Hals und loslassen. Alles okay. Klar. Ja. Komm her hier. Es ging. So, ich heb mal hier die Notiz auf. Das ist eine Kamera. Eine Kamera, wir werden beobachtet. So, die nehme ich noch mit. Durchsuchen wir mal hier die Schränke. Ja. Oh. Chris. Oh, der sieht nicht mehr so frisch aus, ne? Guck mal, man kann sogar die Glatze streicheln hier. Oh. Ah, ich kann mich auch in den reinstellen. Ja. Hallo. Ne, man kann die Tür nicht zumachen, okay. Geht die Tür auf hier? Ne, also die Türen gehen nur auf mit den Symbolen, ne? Ja, wie in Wirklichkeit, da gehen die Türen auch nur auf. Ping. Ja, wenn wir schon einmal hier sind. Naja, gibt's. Katsching. So. So, nimmt die Dosen mit, wenn ihr noch Platz im Rucksack habt. Ja, das ist eine gute Idee. Einfach so rein. Nimm du sie mit. Einfach in den Rucksack rein. 5. Genau. Wow. Wow. Hey. Okay. Hast du wieder eine Notiz? Also mit den Kollegen stimmt was nicht? Ich komm nicht hin. Ich hab die. Du die hast. Aber Barricades down the big hallway are too weak. Okay, die haben Barrikaden aufgebaut und... Okay. Ich würde sagen, wir gehen hier den Weg lang, wo auch hier dieses Symbol ist. Eating. Ja, machen wir. Ich nehme da noch so eine Cola mit. Okay, lass uns hier rein schnell. Warum schnell? Ja, weil da hier so die Decke runterkam. Habe ich jetzt wieder 100?
Oh, please, help us! Hey. Komm, lass uns hin, lass uns hin. Da. Go, go, go. Oh, die sind eingeklemmt. Schnell, schnell. Lass uns helfen. Komm. Oh! Ich glaube, das Problem hat sich selber erledigt. Meint ihr, wir können die noch retten? Alles gut bei euch? Wir haben es überlebt. Also die sind ein bisschen platt, würde ich sagen, ne? Ja, hier gibt es mit Sicherheit irgendwelche Gegner. Okay. Ist aber nicht schön. Nee. Hey, da ja, gibt es eine Leiter runter. Oh, hier ist ein... Ich habe ein Brecheisen. Was ist das hier? Ja. Oh, hier, musst guck mal hier. Ich schlagen damit? Hier ist ein Telefon. I saw smoke at St. Lazare. You okay? Yeah, but everything is blocked. Okay, dann und dann kam nichts mehr. Also ist irgendwas Schlimmes passiert. Leider keine deutsche Übersetzung. Oh, hier ist ein Schlüssel. Oder, nee, eine Kurbel. Okay, die packen wir uns mal ein. Kurbel hast du, oder? Ich speichere mal kurz. Ja, genau. Aber Mechaniken funktionieren alle. Rucksack funktioniert gut, klettern. Ja, das funktioniert auf jeden Fall, ja. Mhm. So, da müssen wir das Chris, mal. Hier brauchen wir kein Licht, du kannst ausmachen. Ja, wir müssen Batterie mit dem. Sparen. Komm hier runter. Und ich glaube, ich habe eben was gesehen, wo wir es brauchen können. Ich habe ja so eine Kurbel gefunden. Und hier ist so ein Tor. Ein Loch. Und ein Loch. Ja, da muss ein Finger reinstecken. Bing! Kurbel. Ich kurbel. Ich bin der Leierkastenmann. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Da werden wir gleich rausfinden. Oh, ich kann mich da sogar dranhängen. Ich nehme die Kurbel mal wieder mit. Wow. Ich glaube, ich habe sie weggebackt. Du bist der Einzige mit Licht. Warum legt er sich immer direkt hin? Ja, weiß nicht. Bei dir auch, wenn du dich bückst. Echt? Ich will die auch noch anschauen. Okay. So, ich glaube, wir müssen alle hier rein, dann geht's weiter. Checkpoint. Ja, genau, das habe ich vorhin auch schon gesehen. Hast du auch bei vielen Spielen, ne? So, wer hat schon eine Waffe? Ich habe eine Waffe. Ich auch. Okay, dann ist die nächste von mir, weil... Oh, hier ist Essen. Nee, du kannst ruhig drauf gehen. Kann ich mal die... Guck mal, da ist noch ein Rohr, Tupac. Da in der Ecke. Da steht... Da liegt hab ich 100%, Leute? 90? Nö, 90 hast du. Aber ich kann nicht essen. Die Waffe, du, Louis. Ah, da ist ein Rohr. Ja. Du wirst eh so fett, wenn du so viel isst. Okay, weiter geht's. Weiter. Wow, was ist das? Yo. Ey, das erinnert mich an Lost. Ja, ne? Und, okay, ich nehme die. Da ich kommt was. Hey. Oh, da kommt schon einer. Hey, was will der? Geh weg. Oh, Alter. Hol. Immer auf den Kopf. Komm, du Schwein. Ein hässlicher. Okay, hier sieht man auch so ganz, ganz klar, dass das halt Quest-Grafik ist, aber... Ja, also für den PC sieht es schon extrem scheiße aus. Ja, aber ja, wie gesagt, Grafik ist nicht immer alles, ne? Na doch. Oh, da steht auch einer. Nein, das ist eine Puppe. Komm her. Komm. Kriegst Fotzen. Du kriegst Schläge. Oh, da ist wieder was. Bäm! Oh, da hinten ist wieder einer. Da kommt noch einer. Ja, da kommt noch einer. Seid ihr da? Ja. Einmal noch. Dreimal muss sie hitten. So. Da liegt noch eine... Guck mal, da ist wieder eine Tür. Da geht Treppen. Und da ist eine... Ja, überall, wo immer sowas ist, da müssen wir jetzt einen Schlüssel wahrscheinlich finden. Guck mal hier. Staff Note. For maintenance purpose, the Line 8 platform has been closed for the direction point do luck. The key is in the storage room. Okay. Ich habe also auch eine neue Waffe. Storage room. So, dann gehen wir mal wieder zum Basti zurück. Oh, was war... Boah. Ja, lässt mal Tupac alleine, macht wieder alles kaputt. Alter. Ja, ja. Jetzt kommt. Ja, ich komme ja schon. Ich habe Angst. Also, da müssen wir auch durchkrabbeln, oder was? Ja, wir müssen krabbeln. Hier ist ein Raum. Okay, warte, vorsichtig. Ja, vorsichtig raus. Okay. Aber sonst kannst du dich merken, ich kann wieder aufstehen. Das läuft halt wie Butter, das Game, ne? Hier sind noch Chips. Gut, ja. Oh, First Aid Kit, hier. Ach, das ist boah, ey. Ey, guckt euch die Spritze mal an. Guckt euch die Spritze. Alter, das ist aber schon überraschend. Ich komm nicht an die Batterie dran. Die kriegt der Chris gleich. Warte.
Das ist wieder so ein Ding. Okay, die Spritze können wir nicht mitnehmen. Wenn ich an den Tisch fassen will, das Problem, was ich bei vielen VR-Games habe, was ich nicht mag, wenn du rangehst, dass ja, du so und automatisch... Ja, und du schiebst dich zurück. Ja, das mag ich auch nicht. Das mag ich auch nicht. Okay, ach, Chris, du musst mal was essen hier. Oder soll ich dir die mal reindrücken? Ja, hier kommt. Arsch. Komm, warte. Ja. Spritze, kommt. Impf den Chris. Warte. Oder geht er nur bei einem selbst? Probier mal. Ach guck mal, man kann sogar noch einen Tisch gehen. Chris, ess mal hier die Chips. Oh, Chris ist tot. Gemacht. Guck mal, Chris ist tot. Okay, ich bin durch die Welt gefallen. Ja. Oh. Ja, das war's für Chris. Ja, moin. Okay, komm, wir gehen weiter. Yep. Kann der wieder rejoinen hier? Ich oder? Ich hab keine Ahnung. Aber ich hab noch alles, ich lebe auch noch. Ja, super. Jetzt sind hier unten komische Geräusche. Warte mal, da hinten ist auch noch eine Tür. Hallo? Wo? Da. Ach, guck mal, da ist der Chris. Mit 0%. Warte, wir können den bestimmt wieder beleben. Ja, spritz ihn jetzt. He's dead. Okay. Guck mal, da ist er wieder. Chris. Hey, Chris. Probiert mal, geht mal an und natürlich. Nein. Nee, will das nicht. Wir wollen jetzt weiterspielen, komm. Hier, Tabletten. Nothing here. Das müssen wir... Oh. Oh. Was war das? Wind. Ich hab nur gefunden. Wind of... Der Wind of Da kommt einer. The Wind of Jane. Wo? Na komm, Junge. Ah, da kommt er. Du Arsch. Von da höre ich auch was. Komm, wir gehen hier hoch. Das ist eine gute Idee. Ah. Na schön im Dunkeln, wa? Ja, du hast die Taschenlampe fallen lassen. Na, du hast doch ein Handy. Hier ist Licht wieder, komm. Passt schon. Na komm schon. Boah. Ihr könnt mir nicht die Schuld für alles geben. Warte mal, halt, stopp, hier, durchsuchen. Hier ist nichts. Ui, Riesenschränke hab ich auch noch nie gesehen. Ey, ich hab so eine Fackelding. Cool. So ein Fackelding. Damit kannst du die dann anlocken, wenn wir zu viele haben, Gegner, dann wirfst du wahrscheinlich weg. Kann man die irgendwo hinschmeißen, ne, und dann... Genau. Okay, hier sind wir. Ich habe einen Schlüssel. Ja, genau, dann gehen wir da durch. Gucken wir mal. Ja, da oben sind schon. Ja. Pass mal auf, die Fackel, die schmeiße ich jetzt runter, dann rennen die da hin. Oder wir töten sie einfach. Komm, wir töten sie einfach. Bam. Tot. Da kommt noch was. Die hat es irgendwie mal gechickt. Also die hat, die hat... Hihi. Ey, Moment mal, ich muss mal schnell hier organisieren. Jamona! Fuck, ich bin hier rein. So. Jamona! Come on! Na toll. Also, wer hat die Taschenlampe verloren? Ich nicht. Die ist durchgekommen. Hm. Aber kein Problem. Okay. Wir laufen einfach durch das Dunkle irgendwie hin. Ja. Aber da unten ist Licht. Da ist Licht. Alles gut. So. Ach du Scheiße. Links oder rechts? Boah, ist das dunkel. Komm hier. Ja, da unten ist irgendwas Helles, ne? Ja, da passiert nichts. Du brauchst keine Angst haben, da. Schau mal, ich bin sogar mutig, ich gehe vor. Ah, guck mal. A way out. Looks like I can get out of Bastille by Joe's Tracks. Okay, wir müssen wahrscheinlich runter, ne? Tracks ist ja sind die Schienen. War jetzt links oder rechts? Lass uns da lang laufen. Okay. Aber ohne Taschenlampe ist das echt übelst, ne? Ja, du hast ein Telefon. Ja, mach doch dein Telefon an. Ich brauch kein Licht. Oh! Oh oh, da kommt was, Wo, von wo kommt der? Weiß nicht. Können wir wieder hochklettern? Nee, wir kommen nicht mehr hoch. Das ist kacke. Kommen wir auf gut Glück. Links kommt der. Komm, hier ist ein Fußweg. Ich würde sagen, dass wir hier langlaufen. Hier ist eine Tür. Arm schwingen, das nervt schon noch. Ja, das mag ich auch nicht. Oh, hier ist Ende, komm. Ende im Gelände. Oh. Machen wir noch eine Runde, oder? Ja, machen wir noch eine. Jetzt aber schon, ich bin schon 6 Minuten drüber. Du weißt, was das für Frauen bedeutet. Ja. Komm. Ihr kriegt nicht den Stress ab. Ich brauche meine Waffe. So. Jetzt wird es ein bisschen gruselig. Hello? Can you hear me? Hey, da haben wir eine neue Lampe. Oh, wir haben eine Taschenlampe. Ich nehme die. Perfect. Hau ab. Ja.
I saw you on the managed to do this. Survived the Bastille station. Well done, by the way. Hier ist nie was drin. Well, nö. Well, you were out voll gemein. Hours. I guess oh, guck mal, einhändig kann man sogar hoch hier. Sehr gut. Natürlich, kannst du an jeden Fall ergehen. As you can see, those damn things can affect humans too. Hey. I don't know what's going on out there, but I can help you escape. Not that I might touch you, but... Die Räume sehen natürlich jetzt wieder gleich aus, ne? Hey, da ist ein Smiley. Nix drin in die Schränke. Geh mal da auf die Tür. Es geht die auf? Nee, okay. Aber Chris ist wieder ganz, ganz weit vorne. Ich weiß auch nicht, wo der lang gegangen ist. Ach, da, guck mal. Da ist er. Ich schau mich nur um. Was ist da? Ihr müsstet euch immer, ihr müsstet mich mal vorlassen und ihr zückt die Waffen, oder? Ja, gute Idee. Wow! Oh. Oh. Ist das übel. Sollen wir hier hoch? Guck mal. Ist nicht wahr. Geht durch. Doch, geht. Doch, geht durch. Ja, ja geil. Hallo? Alright. Can you hear me? Now, go to the garage number 5. I want you to check something. Das ist wohl die falsche Garage. Fangen wir von ganz rechts an. Sind das nicht ein bisschen große Spinde oder sind die für Riesen? Ja, ich denke mal, hier kann man sich richtig drin verstecken, oder? Guck mal. Ja, aber warum soll man dann noch den Garagentor? Ja, aktuell macht das ja gar nichts. Ja, ich denke mal, vielleicht kommen auch noch schwerere Gegner. So. Ja, hier ist der Licht. Der Lampenmann. Ja, Lampenmann. Geh mal vor, oh, Lampenmann. Da geht was ab da hinten. Guck mal. Na los, Lampenmann. Dann gehen wir da hin, wo was abgeht, oder? Also hier geht's so 4 hin. Da ist der. Oh. Da ist der Rauch drin. Da gehen wir nicht rein. Weißt du? Ach so, wir kommen auch nicht rein. Aha. Lass mal gucken. Lass mich mal da reingucken. Uiuiui. Ui. Nicht das andere durchklitscht. So. Das ist ein neuer Hinweis. Ja. Ah. Oder so. Garage. Oh, du bist die ganze Zeit in mir drin, das ist nicht so geil. Na Alter, das hört sich aber komisch an. Ja. Hey, da ist eine Waffe. Was war das hier? The Directive 57F is in place. The Directive 57F is activated when a catastrophic event occurs. War das hier? This kind of event, wow, we can have said nuclear war or any other war. The scene said thing on the TV. It's fucking scary. This directive says that everyone must evacuate. Ich finde das jetzt nicht so scary. In the following hour. So, I think you guessed the situation by now. I don't know. Ja, habt ihr dem Typ zugehört? The only way to reach out the exit is to reboot the main security system. Hier ist eine Tür. That way it returns to its default values. Geh vor. Das ist so dunkel da drin. I get you. Okay, warte. Leuchte mal aus. Jawohl. Der Lampenmann. Der Lampenmann, der darf immer nach vorne gehen. Da ist zu, da können wir wahrscheinlich. Oder können wir das Ding öffnen? Schau mal. Ja. Geht nichts. Warte. Ach, guck mal. Geht was. Mal aufmachen, oder? Probier. Irgendwas? Nee, irgendwas kann man da aber machen, gell? Hallo. Hallo. Oh, diese Geräuschkulisse. Ja. Also. Ey, das sind Spielautomaten. Nee, das sind Bankautomaten. Okay. Aber man könnte auch Spielautomat dazu sagen. Ja. Oh, ey. Alter, hier musst du tief runter, ey. Oh. Ja, da musst du ihn mal richtig bücken, ey. Ja. Okay, cool. Now listen. In that room, there's the director. Oh. In that room. This card is red. Oh, ich werde nass. Der muss auch eine rote Karte rumliegen. Hier liegt was. Ein Hinweis-Dings. Eine rote Karte brauchen wir, oder was? Ja. Also irgendwo ist hier eine rote Karte. Die Scheibe rein. Hier einschlagen. Warte mal. Kann man probieren, ne? Ja, geht. Ah, ja. Cool. Sowas mag ich. Scheiben kaputt machen. Da ist was. Da
Da liegt was, ja, da ist eine rote Karte. Ja. Glaube ich. Ja. Oh oh. Boah. Junge, das Spiel, ne? Ja, also alleine irgendwie für mich schwierig. Oder wie man im VR, man kann sich ja auch mal was an, ne? Ja, richtig. Aber man muss natürlich sagen, die Updates kommen immer noch raus, also die arbeiten immer noch daran. Ja. Und ich meine, dadurch, dass es auch ein Quest-Game ist, sind die natürlich auch ein bisschen limitiert, ne? Vielleicht mal ein bisschen hochgehen, wenn es auf PC VR kommt. So, wo muss man jetzt mit der roten Karte hin? Ja, Tupac weiß es. Ja, klar, ich weiß das. Guck mal, da ist noch eine Tür. Ja. Geht nicht auf. Was ist das? Das war nur ein Zug. Ja. Habt ihr schon Waffen gezückt? Nee. Mach ich mal. Du bist da vorne. Nee, auch genau. Du regelst, was die regelt. Ja, ich opfer mich. Aber ich bin ja auch ein schwarzer Charakter. Im Film stirbt er ja auch immer als erster, ne? Richtig. Okay. Center Informatik. Ah ja, dann sind wir hier richtig. Guck mal, da ist Guck mal. Ja, genau. Da war noch gut aus. Stecken wir rein. Stecken rein. Keycard. Sweet. Oh, jetzt müssen wir login. Jetzt müssen wir uns einhacken. Passwort. Warte mal, ich speichere mal vorher. So. Guck mal hier, gut. Admin. Also hier ist ein, Feinste Passwort, okay. Ja, ich hab ein Passwort. Geben wir eine an die Konsole. Okay, sag mir. 1E. Moment. 1E. A, 6. A, 6. 2D. 2D. Okay. Und? Login. Wow. Dim. Es waren noch Zeiten. Gut, also. Und jetzt? Now that you have access reboots. Jetzt bricht die Hülle los. Wir müssen neu starten. Power. Ach, Reboot. Da. Yes. Shutting down. Jetzt geht's los. Zückt schon mal eure Waffen. Ich glaube, da kommt was. Oh. Holy shit. Whoa. The fuck you did, man? The system is freaking out. Let me check how it's going. Hey, Button ist wieder weg. I get it. The reboot went almost as expected. Der Chris sich immer versteckt und so. Now you have to open everything with the manual main door switch. It's in the corridor 15A. Only when you're there. Okay. 15A müssen wir. So Leute, ich muss aber jetzt wirklich Schluss machen. Ist hier drinne. Chris, tschö. Ciao, Chris. Du machst hier die. Ich bin der Stangenarbeiter. Der Stangenmann. Mhm. Es sind angeblich alle Türen offen oder so, hat er auch gesagt, gell? Ja, aber war ja eben nicht. Wir waren ja gerade schon an der Tür. Aber das sind ja so Türen, wo halt einfach nicht weitergeht. Denke ich auch, ja. Ich hasse dieses Rucksackgeräusch, hä? Korridor 15A, use the main manual switch. Okay, und wo soll das sein? Entweder wir gehen hier mal lang oder wir gehen eine Etage höher. Haben wir hier nur irgendwo einen Plan? Nö. Sind wir noch gar nicht. Moment mal, ach nee, da sind wir ja runtergekommen. Sollen wir hier lang laufen? Ja, da sind wir schon mal lang gelaufen, aber wir können noch mal lang laufen. Oh! Die Batterie leer. Ach. Oh. Chris, Reality is gone. Ja, vielleicht ach, jetzt? Ach, das sind wir jetzt wieder bei diesem okay. Now time to rock and roll. Jetzt kann man es aufmachen. God damn it! What the fuck is that? Okay, run! Run! Now! Go to the corridor 4! The corridor 4! Oh, lauf! Zurück! Wir müssen zurück! Fuck. Was? Wie? Wir müssen zurück! Scheiße! Ah. Der hat mich gleich! Ich hab Verderben laufen lassen! Ich hab auch erst gecheckt! Oh, ich muss hoch! Ich muss hoch! Bei den Geldautomaten? Ich bin tot jetzt! Ja, ich bin tot! Ah, fuck, jetzt bin ich auch noch alleine. You have been assimilated. Kann ich mir denn jetzt angucken, was du da machst? Oh, fuck, hey. Was ist denn das?
Oh mein Gott. Ich hätte, glaube ich, nur noch hochgemusst, weil da war Korridor 4. Echt, oder? Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hier bin. Das Zeug ist überall. Ja. Ah, ich bin auch tot. Ja, aber das ist ja gut. Dann können wir hier direkt beenden. Ja. Boah. Also jetzt wird es erst richtig spannend, finde ich. Ja, ich denke auch. Das geht jetzt erst richtig los. Ich meine, wir waren bis gerade nur in so einem komischen Storytelling-Prolog-Modus, aber jetzt wird es echt spannend. Und jetzt hören wir auch auf, ne? Super, da wo es spannend wird, hören wir auf. Genau. Ja, aber ich würde sagen, wenn die Leute da draußen mehr sehen wollen, machen wir gerne nochmal von mir aus auch einen Livestream, ne? Machen wir gerne weiter, ja. Einfach mal in den Dings schreiben, ich wollte schon Chat sagen. Natürlich Kommentare. Und dann schauen wir mal, wenn ihr mehr sehen wollt. Ich sehe jetzt hier einfach nur schwarz um mich rum. Ist das bei dir auch so? Nee, ich bin in dem Raum, wo wir gerade den PC neu gestartet haben. Ja, also ich bin hier. Den sehe ich gerade. Ist schwarz. Du kannst ins Menü gehen. Ja, Markus. Jo, hat Spaß gemacht. Ja, mir auch. Dann sehen wir uns bestimmt demnächst nochmal hier. Richtig. Weil wir müssen ja wissen, was das hier ist mit dem komischen schwarzen Qualm. Das werden wir herausfinden. Genau. Bis dann. Okay, bis dann. Bye bye. Tschüss.